Guten Abend, Fräulein Schneider. Oh, aber Herr Schulze, ich habe Sie ja nicht kommen hören. Für Sie. Herr Schulz, die schönen Blumen. Och Gott, nee, Sie sollen mich doch nicht immer so verwöhnen. Aber warum denn nicht? Ach, aus dem Alter bin ich doch raus. Oder? Nein. Sie sind die reizendste Zimmerwirtin, die ich je... Ach, nein, wirklich. Herr Schulz, bitte hören Sie auf. Oh, ich erröte ja schon wieder. Ne, nur geben Sie es schon her, bevor Sie verwelken. Ja. Oh. Nee. Ach. Herr Schulz, mein Gott, nee, nun setzen Sie sich doch. Ach Gott, nee, Sie machen mich ganz nervös, wenn Sie da immer so in der Gegend rumstehen. So, also, wollen wir sie schlachten? Wie bitte? Die Ananas, wollen wir sie schlachten? Ach so, ja, wollen wir sie schlachten? Ja, ja, dann fangen Sie nur schon an. Ja, wie? Nee. Nee, ich nicht. Ach nee, ich weiß doch ja nicht, wie man das macht. Ich habe noch nie eine Ananas. Ich auch nicht, ich verkauf sie nur. Ach so, Sie auch nicht. Und was machen wir nun? Geben Sie her, ich versuch's. Ja, aber seien Sie vorsichtig, ja? Ja. Das Messer ist sehr scharf. Ja. Mhm. Oh nein, oh. Nee, ich würde es mal von der anderen Seite versuchen, ja? Ja. Naja. Nee, nicht so. Oh Gott, Vorsicht, das geht schief. Nein. Oh Gott, ich kann ja nicht hingegen, das ist ja grauenhaft. Gleich nee, klappt's. Jetzt! Ja, au, ah. Ich hab's geahnt. Nehmen Sie die Serviette. Nein. Doch. Es ist ja nicht schlimm. Sie nehmen die Serviette. So. Hätte ich doch lieber Brechbohnen mitgebracht. Sie sind wirklich eine große Künstlerin. Naja, eine gute Hausfrau kann eben alles. Naja, ist doch ja nicht der Rede wert. Aber kommen Sie, jetzt erstmal einen Schluck auf den Schrecker. Prost, Herr Schulz. Prost, Fräulein Schneider. So, aber jetzt, oh, jetzt ist es fertig. Ja, ja. So schnell geben wir nicht auf. Nein. Hoppala. So. Oh, hoppsala. So. So, wir starten. Ach ja. Herr Schulz. Herr Schulz, ich bin richtig aufgeregt. Schmeckt irgendwie komisch, wa? Ja. Fremdländisch. Mhm. Genau, ja, das ist es. Fräulein Schneider? Ja? Was ich noch sagen wollte... Ja, bitte, Herr Schulz. Ach nein, es ist nicht wichtig. Gewesen wären, Fräulein Schneider. Ja, was dann? Dann wäre ich ja ganz schön aufgeschmissen gewesen. Aber Herr Schulz. Nein, es ist doch gut, wenn da jemand ist, der was? Der einem den Daumen verbindet. Hm. Ach,
Das war ja eine Kleinigkeit. Nein, nein, das Leben, das ist doch sehr eintönig, so allein, meine Mutter. Da ist es doch gut, wenn man jemanden hat, der einem den Daumen verbindet. Ja. Ja, ja. Herr Schulz? Ja? Haben Sie eben was gesagt? Nein, eigentlich nicht. Ich meine, reden Sie nur, wenn Sie was auf dem Herzen haben, ja? Ich höre Ihnen sehr gerne zu. Ja, ich wollte ja nur mal fragen, ob Sie sich eventuell vorstellen könnten... Vorstellen könnte? Gott! Aber das wäre ja heller Wahnsinn. Wer würde mich schon wollen, einen älteren Witwer mit grauem Haar, Sodbrennen und etwas Obst frisch vom Baum? Och, bin ich denn so eine gute Partie? Ach Gott, eine olle Schachtel, die ein paar Zimmer vermietet. Schlecht möbliert noch dazu. Also bitte, ich arbeite ja 14 Stunden am Tag. Hören Sie mal zu, ich wasche meine Wäsche selber. Mein rechtes Bein ist nicht in Ordnung. Mein Blutdruck, eine Katastrophe. Ich bin kein reicher Mann. Da bin ich denn auf Rosen gebettet. Sie könnten es sich also vorstellen. Ich meine, Sie würden eventuell darüber nachdenken. Über eine Heirat. Mein. Heirat? Haben Sie eben gesagt, Heirat? Ja. Ich könnte es mir vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich darüber nachdenken würde. Ja. Aber lassen Sie sich Zeit, das eilt ja nicht. Ach, nee, das eilt ja nicht. Nee, nur eins. Aber eins kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Sie haben guten Grund, sehr optimistisch zu sein. Oh, wie wunderbar. Nichts ist so, wie's war. Durch das winzige Wort. Heirat. Aus dem Erdgeschoss wird ein Märchenschloss durch das winzige Wort Heirat. Und das Grau in Grau wird auf einmal blau, wie noch kein Blau jemals war. Und dann steht man da, sagt beseligt ja. Heut führt mein Traum mich zum Traualtar. Oh, wie wunderbar, nichts ist so wahr, durch das winzige Heirat. Aus dem Erdgeschoss wird ein Märchenschloss durch das winzige Wort Heirat. Und das Grau in Grau wird auf einmal blau, wie noch kein Blau jemals war. Und dann steht man da, sagt es nicht ja. Heut führt mein Traum mich zum Traualtar.
Herr Schulz? Ja? Ich habe über Ihren Antrag nachgedacht. So schnell? Ja. Ja, und ich wüsste nichts, was dagegen spricht. Darum, wenn Sie mich haben wollen, bitte, Sie haben mich. Ich hab Sie. Ich hab Sie. Was, ich hab Sie? Wenn ich Sie haben will, ich hab Sie. Ja. Ja, das ist ja eine große Neuigkeit. Das muss ich allen mitteilen. Aha, hallo? Ja, hört mich denn niemand? Ich habe eine große Neuigkeit mitzuteilen. Aber, aha, hallo? Aber Herr Schulz, Sie kloppen doch an Ihre eigene Tür. Oh, entschuldigen Sie vielmals. Ja, hallo? Ja, hört mich denn niemand? Ja, Fräulein Sally, ich muss Ihnen eine große Neuigkeit mitteilen. Ja. Fräulein Schneider will heiraten. Oh, ja. Wen? Mich. Wir wollen heiraten. Oh, wie wunderbar. Das muss in der Luft liegen. Ich bin so glücklich, ich muss mich setzen. Oh. Ich bin so glücklich. Ich glaube, in meinem ganzen Leben bin ich noch nie so glücklich gewesen. Ach, ich auch nicht. Oh, ich habe eine herrliche Idee. Wenn Glück aus Paris zurückkommt, machen wir für euch eine Verlobungsfeier. Was? Ja. Eine Verlobungsfeier? Ach, ja. Ach, was denn für so zwei olle Leute? Olle Leute? Moment, wo sind denn olle Leute? Ich sehe keine ollen Leute. Und die Feier übernehme ich in meinem Laden mit Musik und Tanz, frisch vom Bau. Mein Gott, nein. Na, also, wer soll denn tanzen? Ne? Ja. Wie viele Leute kennen wir denn schon? Oh, das mag ich schon. Ich kenne massenhaft. Massenhaft kennt sie. Ach, das ist doch albern. Nee, das kommt ja nicht in Frage, so eine Feier. Was soll denn das kosten? Das ist doch die reinste Verschwendung. Haben Sie in der letzten Zeit mal eine Verlobung gefeiert? Nee. Nicht, dass ich wüsste. Sehen Sie, ich auch nicht. Also, worauf warten wir noch? Es ist die höchste Eisenbahn. Darf ich bitten? Und? Sally! Au, Lippen! Wie war es in Paris? Himmlisch? Himmlisch. Englische Schwierigkeiten? Nein, nein, aber ich bin froh, dass ich es wieder loswerde. Ist ernst hier? Nee, noch nicht, aber komm, wir wollen mittanzen. Was ist? Sally, Moment! Hallo, Sally! Oh, Ernst, grüß dich! Hallo! Hey, du kommst spät. Hallo, Clifford! Tut mir leid, Kinder, konnte nicht eher. Komme direkt von einer wichtigen Versammlung. Oh.
Na, Cliff, hast du die Aktentasche? Ich hol sie. Das siehst du, war doch gar nicht so schwer. Es war das erste und das letzte Mal. So, ich dachte, er braucht das Geld. Ich komme mir vor, als hätte ich mir die Hände schmutzig gemacht. Wir kämpfen für eine gute Sache und du hilfst dabei. Hier, hast du deine 75 Mark verdient. Na, was ist los? Hast du es plötzlich nicht mehr nötig? Oh, doch, doch, alles in Ordnung, danke, Ernst. Sag mal, Ernst, hast du das Buch deines Führers gelesen? Ja, natürlich habe ich es gelesen. Ja, aber dann begreife ich dich nicht. Ich meine, der Mann ist doch nicht bei Verstand, das liest man doch auf jeder Seite. Clifford, hier ist weder Zeit noch Ort für eine solche Diskussion. Und außerdem glaube ich, als Ausländer kannst du das sowieso nicht verstehen. Aber Ernst, du kannst doch nicht die Augen verschließen vor dem, was passiert. Hört doch auf. Sally. Hey, hey. Wir wollen Fräulein Schneider in Herrn Schutz das Verlobungsgeschenk überreichen, na? Komm mit. Seid doch alle mal still. Seid mal still. Kommt alle mal her. Kommt doch mal her. Wir haben eine kleine Überraschung. Ja. Das Geschenk kommt jetzt. Moment. Seid mal ruhig. Hört mal zu. Hört mal zu. Kommt mal her. Nein. Sally möchte eine Rede halten. Liebes Fräulein Schneider und lieber Herr Schulz, ich... Ja, wir... Oh Gott, ich hab's vergessen. Also machen Sie doch Ihr Geschenk auf. Bitte. Entschuldigung. Oh, doch, Kristall. Bleikristall für Obst. Oh, danke. Das war aber nicht nötig. Tausend Dank. Ich werde Sie immer füllen. Ja, das verspreche ich. Solange wir leben, wird diese Schale nie leer sein. So, kommt, Kinder, nun lasst uns trinken, ja? So. Also, wir trinken auf die zukünftige Frau Schulz. Lechaim! Lechaim! Oh, Herr Ludwig, wie wär's mit einem Schnäpschen, was? Aber selbstverständlich, Herr Schulz. Ich mag das nicht. Was denn, Herr Schulz? Das, was Sie da am Ärmel tragen. Schluss! Genug geredet! Wir machen etwas anderes. Ich werde etwas vortragen. Damit ihr nicht glaubt, meine einzige Befähigung ist nur das Obstverkaufen. Frisch vom Baum. Kommt her, setzt euch, ja? Das Einzige, das ihr wissen müsst, um mein kleines Lied zu verstehen, das ist das jiddische Wort Miesnick. Ein Miesnick ist unansehnlich. Ein Miesnick ist hässlich. Ein Miesnick ist, naja. Miesnick, Miesnick, kam einmal zur Welt. Ein kleiner Miesnick, Miesnick, sah er sich im Spiegel, rief er, dieses Gesicht nur sehen. Da bleibt vor Schreck jede Uhr gleich stehen. Miesnick, Miesnick, ach, war das ein Jammer für den Miesnick, Miesnick. Gott im Himmel ließ ihn auch noch hinken, dass Gott erbarm, der arme Wurm war so arm. Aber er wuchs heran, auch Miesnicks wachsen heran. Bald in der Schule saß neben ihm ein Mägdelein. Als er fragte, wie heißt du, sagte sie, ich heiß Pearl. Er rannte zum Vater und aufgeregt schrie der kleine Kerl, du sagtest, ich sei der Hässlichste. Das stimmt nicht, es ist Pearl. Miesnick, Miesnick, nie rief er, sah ich ne größere. Miesnick, Miesnick, nichts als Fehler hat sie ja. Und das ist vielleicht der Grund, dass ich sie lieb bis zur letzten Stund. Miesnick, Miesnick, ach, war das ein Glück für meinen Miesnick. Miesnick war mein bestes Stück, weil ich geglaubt, es gibt sicherlich kein größeren Miesnick als mich. Bald war die Hochzeit und wie die Zeit dann so verrinnt, sprach sie lächelnd, ich fürchte, ich krieg ein Kind. 9 Monate bangt sie, ach, wie das Baby wohl aussieht. Die ganze Familie, die bangte mit, doch das Schicksal, das entschied.
Bildschön war das Baby. Ach, es war ja bildschön. Alle sagten, dieses Kind könnte leicht sein von Kopf bis Fuß. Eine Leuchtreklame für Babymus. Bildschön. Glaubt ihr, dass ich lüge? Nein, es war bildschön. Wer hätte je geglaubt, dass ein Juwel fehlerlos wie dies kommt von den zwei, die so mies. Aber Geschichte hat auch eine Moral. Alle meine Geschichten haben eine Moral. Die Moral ist, dass du zwar von Kopf bis Fuß bist keine Schönheit, aber sieht man dich ein kleines bisschen genauer an, sieht man die innere Schönheit dann. Miesnick, kommt und hört das Märchen von dem Miesnick. Miesnick, schafft ein Miesnick Gutes oder Edles, so hoch begehrt, dann ist auch ein Miesnick was wert. Fräulein Schneider! Ja, bitte? Ich möchte mich verabschieden. Was denn? So schnell? Ich fürchte, meine Freunde und ich, wir gehören hier nicht her. Ja, bitte, wie Sie wollen. Fräulein Schneider, Sie und ich, wir sind alte Bekannte. Ich habe Ihnen viele Mieter geschickt. Und als Ihr Freund rate ich Ihnen dringend, überlegen Sie, was Sie tun. Also ernst, ich weiß wirklich nicht, wovon Sie reden. Diese Hochzeit könnte Sie in große Schwierigkeiten bringen. Ich kann es nicht stark genug betonen, ich warne Sie zu Ihrem eigenen Besten. Und was ist mit dem Besten von Herrn Schulz? Dieser Schulz ist kein Deutscher. Moment mal, der ist doch hier geboren. Er ist kein Deutscher, er ist Jude. Na und? Der Mann hat sein ganzes Leben lang hier gelebt, hier gearbeitet. Der war 4 Jahre an der Front für sein Vaterland. Und der ist Kind Deutscher. Der Kelch schließt die Biene fest ein. Doch bald wird es raunen, wach auf, der morgige Tag ist nah. O Vaterland, Vaterland, sei uns gegeben, dein Ruhm soll der Wegweiser sein. Der morgige Tag ist nah. O Vaterland, Vaterland,
Spiel doch mal. Um Gottes Willen, spiel irgendwas. Aber spielen muss ich. Bitte! Musik! If you happen to be rich and you find you're left by your lover and your moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your fucking carrot yacht. What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the hoop go round of that people's for sure. I'm being poor. Money, 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 money. Thank you.
Fräulein Schneider. Oh, Melanie. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe neue Äpfel frisch vom Baum. Möchten Sie welche? Ja, danke, danke. Ja, vielleicht später. Ja. Ja, es war eine Feier gestern Abend, was? Ich habe sowas überhaupt noch nicht mitgemacht. Die Musik, der Tanz. Das Essen wirklich delikat. Kannst du mir verzeihen? Ach, warte, die paar Gläschen Schnaps. An unserem Hochzeitstag, das schwöre ich dir, wirst du stolz auf mich sein. Ich bin jetzt schon stolz auf dich. Aber was die Hochzeit angeht. Ja. Da gibt's ein paar Probleme. Große Problem. Ja, ich weiß. Aber an sowas habe ich nie gedacht. Aber gestern bei der Feier, da sind mir die Augen aufgegangen. Und? Na, ich habe gesehen, dass man diese Nationalsozialisten nicht so einfach ignorieren kann. Die sind auf einmal überall. Meine Freunde und meine Nachbarn. Und wie viele sind es noch? Und? Und wenn das so ist, ist es dann nicht auch möglich, dass die auch an die Regierung kommen? Ja. Und dann wärst du mit einem Juden verheiratet. Aber Isaac, bitte. Auch bitte sag doch sowas nicht. Mein Gott, nee. Verstehst du denn nicht? Zum Zimmer vermieten, da brauche ich meinen Gewerbeschein. Wenn Sie mir den wegnehmen... Niemand wird ihn dir wegnehmen. So glaubt mir doch. Wir könnten ja auch vielleicht von hier weggehen. Ich habe etwas auf die hohe Kante gelegt. Wohin denn? Kannst du vielleicht Fremdsprachen? Nein. Siehst du? Ich auch nicht. Ich empfinde so viel Zärtlichkeit für dich. Aber vielleicht hast du recht. Vielleicht sind wir beide schon ein bisschen zu alt für so ein Wort wie Liebe. In dieser Zeit viel zu alt. Ich bin keine Julia.
Du bist kein Romeo. Wir müssen vernünftig sein. Und allein leben. Wie viele Mahlzeiten hast du schon alleine eingenommen? 1000? 10.000? 50.000. Aber sei doch vernünftig. Regierung kommen, Regierung gehen, die auch. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Komm, ich werde dir eine Orange schälen. Lass mich das machen. Und das Grau in Grau wird auf einmal blau. Wie noch kein Blau niemals war. Und dann steht man da, sagt beseligt, ja, heut führt mein Traum mich zum. Mein Gott, jetzt schmeißen sie dir schon die Scheiben ein. Du musst keine Angst haben, du. Du musst ganz ruhig bleiben. Das sind Kinder, das sind laute Jungs. Was ich dir gesagt habe. Kinder, Lauserjungs, jung und voll Übermut, du. Du verstehst. Ja, ich verstehe. Höchstwahrscheinlich fragt ihr, warum ich sie erwählt hab. Unter allen schönen Magdalenen. Ihr kennt sie ja noch gar nicht, doch würdet ihr sie kennen, so wie ich, dann würdet ihr nicht voreingenommen sein. Seht ihr sie mit meinen Augen? Würdet ihr alles verstehen? Seht ihr sie mit meinen Augen? Findet ihr sie wunderschön, wie ich's tu? Geh ich mit ihr in Gesellschaft, wird ringsum geglotzt und geraunt. Doch seht ihr sie mit meinen Augen? Wär niemand gar so erstaunt. Müsste ich, wie gut sie ist, schildern, wüsste ich nicht, wo ich beginn. Gescheit ist sie und musikalisch, raucht nicht und trinkt keinen Gin, wie ich's tu. Doch wenn wir so Hand in Hand gehen, schaut alles vorbei oder flieht. Ja, so wird's wohl bleiben, bis jeder mit meinen Augen sie sieht. Voilà! C'est ça! Magnifique! Dann komm, Sieglinde, der Onkel hat noch was zu spielen und der Papi hat noch was zu singen. Kommst du? Jetzt kommst du aber her. Los, Sieglinde, her, du.
Ich sah eure Einwände, kenn ich. Ich weiß, es ist schwer zu verstehen. Doch seht ihr sie mit meinen Augen? Dann seht ihr, dass sie wenigstens nicht jüdisch aussieht. Oh, Cliff, ich warte schon eine Ewigkeit auf dich. Hast du eine Stellung bekommen? Ich versuche es morgen wieder. No, du wirst etwas finden, ich bin ganz sicher. Präsident, eine Bank! Banken sind geschlossen. Rate, wer mich heute besucht hat. Bobby und Victor vom KitKat Club. Erinnerst du dich an sie? Ja. Sie sagen, das Geschäft lässt sehr nachseitig weggehen. Und die Lulu, eine von den Girls, wurden die Zähne von einem Türken eingeschlagen. Und Max, du weißt doch wer. Ja. Hat sich irrsinnig verliebt. Und jetzt fand er raus, dass sie eine fanatische Kommunistin ist und eine fanatische Jungfrau. Ist das nicht himmlisch? Ja, himmlisch. Cliff, fändest du es wirklich so schrecklich, wenn ich wieder im Club arbeiten würde? Ja, das fände ich. Aber wir brauchen doch das Geld. So dringend auch wieder nicht. Ich verstehe dich nicht. Wirklich nicht. Erst suchst du schon wochenlang nach Arbeit, dann sagst du mir, du fährst nie wieder für Ernst nach Paris, obwohl das doch der einfachste Weg ist, wie man zum Geld kommt. Oder der schwerste. Oh. Sally, ich glaube, ich muss mich wirklich einmal hinsetzen und dir eine Zeitung vorlesen. Du wirst dich wundern, was in Berlin vorgeht. Du meinst die Politik. Was hat denn das mit uns zu tun? Ja, natürlich. Nichts hat irgendetwas mit uns zu tun. Sally, begreifst du denn nicht? Wenn du nicht dagegen bist, bist du dafür. Oder so gut wie. Auf jeden Fall ist der KitKat Club das unpolitischste Lokal in ganz Berlin. Sally, tust du mir einen Gefallen. Lass mich das Geld für diese Familie verdienen. Er gibt mir wenigstens eine Chance. Und erst wenn ich überhaupt nichts zu tun bekomme, dann können wir uns über deine Arbeit in einem Kabarett unterhalten. Und erst wenn du es in allen anderen Kabarets der Welt versucht hast, dann können wir uns vielleicht sogar über diesen KitKat-Club unterhalten, okay? Du bist eifersüchtig. Du glaubst mir nicht wegen Max. Ja! Er will mich in den Club zurückhaben, aber nicht so, wie du denkst. Bist du je auf die Idee gekommen, dass ich eine enorme Attraktion für den Club sein könnte. Tatsache ist, dass Sie auf mich warten. Jetzt muss ich wirklich gehen. Tatsache ist, du wirst ganz woanders hingehen als in den KitKat Club. Wohin denn? Wohin denn? Nach Hause. Nach Amerika. Du machst doch Witze, Amerika. Ich verkaufe die Maschine. Damit kommen wir wenigstens bis nach Paris. Dann telegrafiere ich nach Hause. Wir brauchen Geld für die Schiffsreise. Was redest du da? Wir verlassen Berlin so schnell wie möglich, morgen. Aber es gefällt uns doch hier. Sally, Liebes, bitte wach auf. Berlin ist vorbei. Es war alles wunderschön, ja, aber es ist vorbei.
Was macht denn Berlin jetzt? Hä? Es kotzt auf die Straße. Wie scheußlich, Cliff. Ja, ja, du hast leider verdammt recht. Es ist wirklich scheußlich. Wie könnten wir hier denn leben? Wie könnten wir hier eine Familie gründen? Cliff, ist Amerika die Lösung? Weglaufen nach Amerika! Ich laufe nicht weg! Wir gehen nach Hause. Ja, sicher. Das ist alles sehr fein für dich. Und was ist mit mir? Mit meiner Karriere! Du hast eine neue Karriere vor dir. Warte, oh, Cliff, Cliff. Hier könnte ich noch einige Monate arbeiten, bis das Baby kommt. Ich möchte ihm die schönsten, die tollsten Sachen kaufen. Ja, darüber reden wir morgen im Zug. Nein, Cliff! Wir können unser Leben nicht so einfach umkrempeln. Ach nein. Gib mir eine Stunde Zeit und rühr dich nicht von der Stelle. Besser noch. Hier, fang an zu packen. Es gibt eine ganze Menge zu tun. Cliff, oh. Warte du. Oh, störe ich? Nein. Nein. Kommen Sie nur herein, Fräulein Schneider. Danke. Fräulein Schneider, haben Sie Herrn Schulz heute schon gesehen? Na, wie geht es ihm? Hat einen Kater was? Oh, ist das nicht die Obstschale? Stimmt da was nicht? Ich kann sie nicht behalten. Ach, wieso denn nicht? Das ist doch Ihr Verlobungsgeschenk. Ja, aber es gibt hier eine Verlobung. Was? Was soll das heißen? Wir haben es uns überlegt, Herr Schulz und ich. Wegen gestern? Hm, wegen gestern. Ja, aber Fräulein Schneider, finden Sie das richtig? Ja, wenn Sie Herrn Schulz heiraten, egal was für Probleme kommen werden, ihr werdet wenigstens zu zweit. Oh Gott, ich habe mein ganzes Leben lang alleine für mich gesorgt. So eine alte Gewohnheit, die ändert man nicht so leicht. Den Krieg habe ich überlebt. Revolutionen habe ich überlebt. Die Inflation. 1 Billion Mark für eine Scheibe Brot. Und wenn die Nationalsozialisten kommen, ich werde sie auch überleben. Und kommen die Kommunisten, na, dann werde ich immer noch hier sein. Ein Zimmer vermieten, man bleibt mir denn für eine andere Wahl. Das ist nun mal mein Leben. Ja, aber Fräulein Schneider, so leicht können Sie doch nicht aufgeben. Was? Was haben Sie gesagt? Nicht aufgeben, Mensch! Sie sind wohl verrückt. Was bleibt mir denn anderes übrig? Oh, nicht aufgeben, kämpfen, war. Oh, für Sie ist das ja alles ganz leicht. Wenn es Ihnen nicht gelingt, na, was macht Ihnen denn das aus, nicht? Da packen Sie Ihre Koffer und dampfen ab nach Paris. Und wenn es Ihnen da hier nicht gefällt, dann irgendwo anders hin. Das ist ganz einfach für Sie. Aber wie geht es weiter für mich? Die Zeit rennt vorbei. Wie geht's weiter? Und die Uhr lief längst ab. Wie geht's weiter? Die Jugend glaubt an die Tat. Sie versteht seinen Rat für sich. Wer sieht schon die Welt? Ich lebe allein, vermiete hier Zimmer für die Nacht. Nur das ist mein, zu mehr habe ich's leider nicht gebracht. Und jetzt sagt mir nur, wie geht's weiter? Verstellt ihr die Uhr? Wie geht's weiter? Die Zeit läuft nie mehr zurück, zerstört das einzige Glück für mich. Wie geht's weiter, wenn man zerbricht? Zu alt zur Flucht. Das wird mir immer mehr bewusst. Mein Lebtag lang
nichts als Krieg und Sorgen und Verlust. Allein wie ich, schon lange nicht mehr zum Kampf bereit. Nicht mehr bereit. Sturm einmal los, wie geht's weiter? Hört keiner von euch den Schritt, alle neben uns marschieren, schon mit. Und jetzt sagt mir, ich will's wissen. Geht's weiter für mich? Sagt wie? Ich hab dir doch gesagt, du sollst dich hier nicht blicken lassen. Darf ich auch mal was sagen? Hol deinen Mantel, ich bring dich nach Hause. Hey, warte, Cliff. Wer sagt uns, wenn wir nach Amerika fahren, dass du da eine Stellung bekommst? Ich finde schon was. Aber das hier ist was Sicheres. Das hier? Was ist das hier? Eine miese Spelunke ist das hier. Gib doch zu, dass du hier eine Arbeit bekommst, wenn du vorher mit dem Chef ins Bett gehst. Das ist nicht wahr. Und wenn du in Rom, in London oder in Paris arbeiten willst, dann musst du mit anderen Männern ins Bett gehen, aber zur Zeit gehst du mit mir ins Bett! Halte deinen Mund! Sally, mach dir nichts vor! Sag adieu zu Max, zu Berlin, noch zu dieser Spelunke hier! Glaube mir, es wird niemandem auffallen, dass du weg bist. Ich muss mich jetzt umziehen. Sally! Sally! Hey, Mister! Was machen Sie denn? Na, Cliff, habt ihr Probleme? Du ernst? Nein, alles in Ordnung. Komm, take it easy. Lass uns einen trinken, ich wollte sowieso mit dir reden. Nicht jetzt ernst. Warum bist du so abweisend? Du machst einen Riesenfehler, du solltest dich gut mit mir stellen. Ach, und warum? Warum? Du findest keine Arbeit, es fehlt euch im Moment an nötigem Kleingeld. Ich könnte euch beiden aus der Klemme helfen. Das ist, glaube ich. Bei der nächsten kleinen Reise nach Paris würden 200 Mark rausspringen. Du kennst meine Meinung. Warum seid ihr Ausländer nur so arrogant? Ihr werdet schon noch sehen, was wir aus diesem Land machen. Hör zu, mein Lieber. Sally und ich verlassen dieses großartige Land, also gib dir keine Mühe, ja? Aha. Du gehörst also auch zu denen, die uns verleumden. Und unsere Idee bekämpfen. Ich glaube, das, was ich sehe. Fräulein Schneider wollte Herrn Schulz heiraten. Dieser Schulz ist ein dreckiger Jude. Zuallererst ist Herr Schulz einmal ein Mensch. Das hat ja gar keinen Sinn, mit dir darüber zu diskutieren. Komm, komm, Clifford. Was regst du dich auf? Wegen einem jüdischen Gemüsehändler. Das ist doch lächerlich. Hände weg. Yeah.
Bist du verrückt geworden? Die hauen uns doch die ganze Bude zusammen. Verschwindet ab durch die Mitte. Ich helle im Auftritt. Und jetzt, meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, unterhalten wir Sie weiter mit unserer einmaligen, unnachahmlichen Miss Sally Bald! Sie sind's, Herr Schulz. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich
bin nur gekommen, um Ihnen auf Wiedersehen zu sagen. Kommen Sie doch rein. Dankeschön. Was haben Sie gemacht? Ach, das ist nur eine kleine Schlägerei. Ja, ja. Wo wollen Sie denn hin? Ich habe mir ein Zimmer genommen auf der anderen Seite vom Neulendorfplatz. Ich habe gedacht, es macht es ihr leichter. Ja. Ja. Aber Sie gehen auch, wie ich sehe. Sie und Fräulein Sully. Ja, wir gehen nach Hause. Nach Amerika. Amerika, ja. Ja. Ich habe auch schon manchmal gedacht, ob ich vielleicht doch... Ja, warum tun Sie es nicht, Herr Schulz? So, wie es hier aussieht. Aber das geht doch vorüber, das verspreche ich Ihnen. Hoffentlich haben Sie recht. Ja, ich weiß, dass ich recht habe, weil ich die Deutschen kenne. Was bin ich denn letzten Endes? Ein Deutscher. Ja. Oh, Fräulein Sully, ich wollte Ihnen nur auf Wiedersehen sagen. Und viel Glück. Ich habe Ihnen eine Kleinigkeit zum Abschied aus meinem Laden mitgebracht. Sie wissen ja, Sevilla-Orangen. Ja, also dann. Auf Wiedersehen, Herr Schulz. Auf Wiedersehen. Ich wünsche Ihnen viel, viel Maße. Vielen Dank. Masel, ich glaube, das können wir jetzt alle gebrauchen. Ja, ich habe auch deine Sachen schon gepackt. Du hast ja allerhand Zeug, meine Dame. Sicher wirst du nichts wiederfinden. Hey du, wir fahren heute nach Paris. Mit so einem Gesicht. Ach, diese kleine Schlägerei gestern Abend. Du solltest die anderen sehen. Nicht einen Kratzer hatten die. Hey, weißt du, wie spät es ist? Wir müssen zum Bahnhof. Nein, hör zu, Clip! Bitte, bitte, Sally. Bitte sag jetzt nichts, ja? Was es auch ist, lass uns die letzten 12 Stunden einfach vergessen. Vergiss, was ich im KitKat gesagt habe. Und ich will versuchen zu vergessen, dass du dich dafür revanchiert hast und die ganze Nacht nicht nach Hause gekommen bist, okay? Hey, Sally, dir ist kalt. Wo ist denn dein Pelz? Weißt du, was ich jetzt gerne möchte? Einen Schluck Gin. Wir haben doch Gin, oder? Was denn Gin auf nüchternen Magen? Wie wär's mit deiner Prärie-Auster? Gin! Sally, das ist aber nicht gut für eine angehende Mutter. Wir werden uns einen Haufen Bücher kaufen müssen. Weißt du, mir wird plötzlich verdammt klar, dass ich überhaupt nichts über das Kinderkriegen weiß. Also, wo ist denn wirklich dein Mantel? Ich habe ihn beim Arzt gelassen. Ach so, du warst krank gestern Abend. Und deshalb bist du nicht nach Hause gekommen, ja. Hals- und Beinbruch, sagt man hier. Ich glaube nicht daran. Ich glaube auch nicht daran, dass man Menschen enden kann. Ich meine, ich... Was meinst du? Ich meine, ich bin nicht vollkommen. Ich bin weit davon entfernt. Ich lerne jemanden kennen, mache große Versprechungen und dann gibt es einen Streit oder sonst etwas Hässliches und dann sehe ich plötzlich ein, dass ich meine Versprechungen gar nicht halten kann. Unmöglich, denn ich bin immer noch ich. Sally, was ist denn los mit dir? Herr Gott, bist du ein Unschuldsengel. Oh, schade. Du wärst ein guter Vater geworden. Und eines Tages wirst du es auch sein. Und noch etwas bedauere ich.
den teuren Arzt. Ich werde meinen Pelz sehr vermissen. Ah, ich bin froh, dass du das getan hast. Komisch, dass es immer so enden muss, Cliff. Ich würde doch alles verderben. Bei der erstbesten Gelegenheit würde ich wieder davonlaufen. Ich bin eben eine extraordinäre und originelle Person. Es tut mir leid. Es tut mir schrecklich, schrecklich leid, Cliff. Ich wollte wirklich. Hier ist deine Fahrkarte nach Paris. Du kannst sie zerreißen oder dir das Geld zurückgeben lassen, wie du willst. Falls du mich aus irgendeinem Grund erreichen möchtest in Paris, American Express Office. Ich werde circa eine Woche dort sein. So offen gestanden, Cliff. Ich habe Paris nie leiden können. Sammy Bones. Cliff! Widme mir deinen Roman. Yeah.
und wird ganz jung erschossen. Marschiert im Geist in unseren Reihen mit Kameraden, die Wacht. Na, meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, wo sind Ihre Sorgen jetzt? Vergessen! Na, sehen Sie, ich hab's Ihnen doch gesagt. Hier bei uns gibt's keine Sorgen, hier bei uns ist das Leben wunderschön, jawohl, die Girls sind wunderschön. Alles ist wunderschön! In Cabaret, oh Cabaret, to Cabaret. Cradle to tomb, well, isn't that long a stay? Life is a cabaret, old chum. Life is a cabaret, old chum. Life is a cabaret. Auf Wiedersehen. A bientôt. Gute Nacht.
Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Thank you.